Fernrichter. Gott ist tot. Die alten Werte zählen nicht mehr und jetzt muss die Leere mit etwas Neuem gefüllt werden. Nietzsche empfiehlt den Übermenschen eine bessere Version des Selbst, geformt nach eigenen Werten und selbstgewählter Tugend als neuen Lebenssinn. Doch die meisten stürzen sich in den Nihilismus, um dann, schwach und orientierungslos, Ersatzgöttern zu verfallen. Der namenlose Protagonist im Film Fight Club findet sich in einer Welt wieder, die sich eine Ersatzreligion geschaffen hat, den Konsum. Er glaubt, wenn er nur genug besitzt, ist er endlich vollständig und glücklich. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? Nach außen wirkt unser Protagonist wie ein normaler Mensch, er ist angepasst und unauffällig. Doch innerlich leidet er. Seine Schlafstörung zermürbt ihn so sehr, dass er eine Selbsthilfegruppe aufsucht und schließlich sogar Krankheiten vortäuscht, um noch mehr Selbsthilfegruppen zu besuchen. Mit Erfolg. Er kann endlich wieder schlafen. Pressed against his tits, ready to cry. This was my vacation. Doch das Glück währt nur kurz. Marla Singer, eine Frau, die ebenfalls Krankheiten nur vortäuscht, tritt seinen Selbsthilfegruppen bei. Er kann nicht mehr schlafen. Er fühlt sich ertappt. Insgeheim begehrt er Marla, doch er fühlt sich derart schwach und unmännlich, dass er sie hassen muss. Marla, you liar! You big tourist! I need this! Now get out! Unser Protagonist ist ein Opfer der Sklavenmoral geworden, vor der Nietzsche uns gewarnt hat. Ein moralisches Wertesystem, das von den Schwachen ausgeht, alles Harmlose und damit alles Schwache als gut bezeichnet und alles Gefährliche und damit auch alles Mächtige und Starke als schlecht. So rächt sich der Schwache an dem Starken, nicht offensichtlich, sondern unsichtbar über die Umkehr moralischer Werte. Ein Mann, der zum Opfer der Sklavenmoral wurde, kann sich nicht mehr männlich fühlen. Sobald er dominant und risikobereit ist, seine Männlichkeit auslebt, schämt er sich im Glauben, ein schlechter Mensch zu sein. Carl Gustav Jung sagte einmal sinngemäß, was auch immer wir an uns ablehnen, erscheint als Ereignis in der Außenwelt. Unserem Protagonisten erscheint Tyler Durden, ein Mann, der selbstbewusst ist, Risiken eingeht, brutal ist und sich traut, Maler zu ficken. My God, I haven't been fucked like that since grade school. Tyler Durden ist keine eigenständige Person, sondern die Abspaltung der Persönlichkeit unseres Protagonisten. Dieser muss zeitweise zu Tyler werden, um das ausleben zu können, was er unterdrückt. Und was er unterdrückt, ist vor allem sein Ressentiment. Im Buch Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche spricht Zarathustra folgendes: So lasst mich die Wahrheit sagen. Ich weiß um den Hass und Neid eures Herzens. Ihr seid nicht groß genug, um Hass und Neid nicht zu kennen. So seid denn groß genug, euch ihrer nicht zu schämen. Der erste Schritt aus der Sklavenmoral ist der, seinen Hass und seinen Neid zu akzeptieren, denn die Scham verhindert, dass diese Gefühle verarbeitet werden können. Tyler Durden hilft unserem Protagonisten, wieder ein Mann zu werden, denn der Nihilismus und die Sklavenmoral haben ihm die Männlichkeit genommen. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Nicht nur ihm wurde die Männlichkeit genommen, auch den Männern in seinem Umfeld. Da wäre Bob, der mal Bodybuilder war und jetzt riesige Titten hat. We're still men. Yes, we're men. Men is what we are. Da ist dieser andere Typ, der von seiner Frau verlassen wurde, die mit einem anderen ein Kind zeugte. Thank God, you know. I'm glad for her. Oh. Everyone, let's thank Thomas for sharing himself with us. Thank you, Thomas. Da ist die Hodenkrebs-Selbsthilfegruppe voller Männer, die ihre Eier verloren haben. You know, man, it could be worse. A woman could cut off your penis while you're sleeping and toss it out the window of a moving car. Wie bekommt man als Mann seine Eier zurück? Indem man aufhört, schwach mit gut gleichzusetzen. Indem man aufhört, sich seiner Instinkte zu schämen. Indem man aufhört, nach Behagen zu suchen, sondern für eine große Sache leidet. Indem man sein Testosteron wertschätzt und wieder gefährlich wird. We should do this again sometime. Unser Protagonist, geleitet durch Tyler Durden, sucht die Gefahr und da andere Männer ebenfalls auf der Suche nach ihren Eiern sind, entsteht eine Bewegung, der Fight Club. Im geschützten Raum leben Männer ihre gewaltsamen Triebe aus und können sich endlich wieder echt und lebendig fühlen. Afterwards we all felt saved. And then, how about next week?
Man könnte meinen, damit sei das Problem der Entmännlichung gelöst, doch wer besonders tief in der Sklavenmoral steckte, trägt besonders viel Ressentiment in sich und wer aufgehört hat, sich für seinen Hass zu schämen, der lebt ihn aus. Tyler Durden rächt sich für den einzigen Verlust seiner Eier, indem er sie anderen abschneidet. Do not fuck with us. Er entwickelt den Fight Club zu einer anarchischen Terrorgruppe weiter, die im Namen von Projekt Chaos die bestehende Ordnung stürzen soll. Im Buch Also sprach Zarathustra beschreibt Nietzsche, wie Zarathustra einem Jüngling begegnet, der ihm beichtet, dass er im gleichen Maß bösartiger wird, wie er stärker und mächtiger wird. Zarathustra entgegnet darauf Folgendes: In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele, aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit, sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Noch bist du mehr ein Gefangener, der sich Freiheit ersinnt. Ach, klug wird solchen Gefangenen die Seele, aber auch arglistig und schlecht. Reinigen muss sich noch der Befreite des Geistes. Viel Gefängnis und Moder ist noch in ihm zurück, rein muss noch sein Auge werden. Der Geist, der sich aus der Lüge des Clanmoral befreit hat, muss sich also noch reinigen. Er muss sein Ressentiment hinter sich lassen und nach neuen, eigenen Werten streben. Nietzsches Übermensch ist keiner, der andere unterjocht und die Welt in Chaos stürzen will. Er hat keine Rache mehr nötig, da er wirklich stark und mächtig ist. Nichts kann ihn mehr triggern. Unser Protagonist muss seinen Geist reinigen und das bedeutet, Tyler zu töten. Was er schließlich auch tut, indem er sich in den Mund schießt. Das bedeutet natürlich nicht, dass unser Protagonist jetzt, da Tyler tot ist, wieder der Alte ist. Er hat sich aus der Unterdrückung befreit, seinen Hass hinter sich gelassen und ist jetzt wirklich frei. Er ist im Reinen mit sich selbst. Er ist dazu in der Lage, grausam zu sein, aber auch besonnen genug, die Welt nicht in Chaos zu stürzen. Ein echter Mann also.